Was war das denn jetzt? Was denn? Hast du was getrunken? Ja. Okay, hat man gehört. Okay, das war, glaube ich, darunter, oder? Hier irgendwo. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber die war am Anfang, wo wir raufgegangen sind. Ja, die war irgendwo am Anfang, das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht genau, wo man jetzt hier... Ah, da vorne. Schön. Bauplan, Alter. Schrott. Kiste. Schrott. Titanerz. Oh nein, Titanerz hier. Ja, hier auch ganz viel Schrott. Und Kunststoff. Ja, Schrott nehm ich mit. Titanerz hier liegt auf dem Weg liegt ein bisschen Zeugs. Da oben ist auch noch eine Kiste. Da ist danach noch ganz viel. Da oben ist noch ein Bolzen, ja, danke. Da ist auch noch ein Titanerz. Hier liegt noch Schrott. Da noch Titan? Hier ist Schrott. Wieso die Messis einfach? Ich habe hier übrigens eine Spur aus Brotkrumen hinterlassen, den Weg darunter. Ach ja, ja. Oh ja, scheiße. Metallspeer, Alter. Ach, du hast Glas, ne? Ja. Gut, da. Was ist das hier? Kletterpflanzenglipper. Da ist noch Kunststoff. Ja, hab ich. Ist noch was sonst? Ich noch mal eine Runde. Aber geil, haben wir noch mal ein bisschen Titanerz hier gefunden. Yes. Wie viel haben wir denn jetzt? 8. Jawohl. Sagt dein Pieper noch was? Mein Pieper? Nee, der ist aus. Dann wieder zur Insel, oder? Dreh dich mal um. Zum Floß. Schieb. Das ist eine fantastische Ansicht von dir. Habe ich einen Popel in der Nase? Nur ein bisschen. Aber ein bisschen Schnupfen auf der Insel. Ich glaube, wir müssen noch links und dann gleich irgendwann rechts. Nee, hier noch nicht. Jo. Jo. Ja, ja. Chi, super. Hier irgendwo rechts. Da nicht. Das war irgendwie so ein schmaler Durchgang. Ich glaube, das war nicht hier. Aber das war hier nicht die Stadt? Nee. Augenscheinlich nicht. Chi, hier sieht alles gleich aus. Aber halt, stopp. Doch, wir haben Utopia schon gefunden, ne? Das ist unser nächster Hinweis. Ja. Okay, gut. Utopia! Ich glaube, das ist die letzte Insel, oder? Echt? Warum glaubst du das? Weil es Utopia ist. Ja, das war Temperance. Was soll das jetzt heißen? Da, rechts. Zuck, mit rechts. Hinter dem Mast quasi. Ja, jetzt geradeaus. Ja, geradeaus. Und dann jetzt links. Links. Da links am Häuschen vorbei. Da, okay. Okay, dies ist eine offizielle Petition, dass Tage noch mindestens 5 Stunden, die man nicht arbeiten muss, dazu bekommen. Aber weißt du was, wir testen können? Jawohl! Oh, guck mal, wie gut ich das diesmal eingepackt habe. Ach, schau mal, ich bin im Haus. Fantastisch. Ich habe mir das Spektakel vom Eis aus angesehen. Ich bin vorher abgesprungen. Das war mir nicht so ganz geheuer, Chi. Ich weiß nicht, was du meinst. Achso, hier muss ich die Musik wieder ausmachen. Weil hier viel coolere Musik spielt. Ihr Zeugs. Alter, wir haben 61 Scharnierchi. Ist doch gut. Das ist so 2, 3 sind das so. So. Also ich hab so viel Essen. Ich hab uns eine Bauplankiste gemacht. Geil.
Hier sind auch noch zwei drin. Also überall sind so ein paar Baupläne, glaube ich, verteilt. Ja. Oh, eine elektrische Schmelze-Chi. Sehr gut. Fortgeschrittene Biokraftstoffraffinerie. Sehr gut. Und der fortgeschrittene stationäre Anker. Sehr gut. Okay. Hervorragend. Halt. Hierfür habe ich auch noch was, ja. Okay. Habe ich hierfür noch was? Nein. Aber dieses Radio-Ding ist echt laut. Ja, das ist doch okay. Ich finde die Lautstärke in Ordnung. So. Nee, das war ein bisschen zu laut. So. Eine Murphy-Chi. Das ist toll. Die scheiß Möwe. Ja, sie hat gerade ein Blumenbeet gegessen. Aber wir werden sie auch essen, Chi. Das ist gut. So. Fleisch. Wo kommen denn diese Überreste rein? Sie haben wir nicht. Die essen wir immer sofort weg, Chi. Ich hab sie. Okay. Dann darfst du sie gerne aufessen. Nee. Mal hier. Euch. Was brauchen wir eigentlich, um so eine fortgeschrittene Batterie zu machen? Ich wäre mal eher für so eine Ladestation, ha? Das wäre halt auch geil. Okay, eine fortgeschrittene Batterie kostet 4 Titanen. Der meint, das ist ein bisschen teuer. Dann, ich schmelze die mal ein oben. Dann lieber doch nochmal eine normale Batterie. Was war es jetzt? 3 Schrott, 6 Kunststoff, 1 Kupferbarren. So. Okay. Ich würde sagen, das ist mit 5 Stunden weniger Arbeit. Boah, ja, ey, nur 3 Stunden Arbeit pro Tag wäre cool. Das lohnt sich doch schon fast gar nicht. In der Tat. Aber es gleich sein lassen, muss man gar nichts mehr arbeiten. Ich meine, überleg mal, du stehst auf und dann nur für 3 Stunden. Das ist eigentlich voll der Abfuck. So, ich versuche mal hier raus zu manövrieren, okay? Viel Spaß. Werde ich absolut nicht haben. Oh nein. Kann ich noch mitnehmen? Federn. Ja, passt nicht rein. Oh, tschüss! Ich kann mir vorstellen, was es ist. Ja, eventuell haben wir unsere Jetskis verloren. Ja. Dachte ich mir doch. Chi, was sagst du denn zu so einer schönen geilen Windturbine? Du bin ich, geh ich mit. Aua, 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 aua. Machen wir 8 Seile. Zack. 4 Leiterplatten. Wie machen wir denn nochmal Leiterplatten? Waren die denn nochmal? So. Leiter.
Leiterplatten da. Leiterplatten. 5 Kunststoff, 2 Kupferbahnen und Glibber. Hier Glibber. So. 8 Kupferbarren. Findrad gleich Batterien laden. Mhm. Ich nehme mal an, deswegen will er sie bauen. Das, also wer auch immer das festgestellt hat, GZ. Danke. Danke, du bist toll. Einfach zu klug für uns. Also, Wiedersehen, Insel. Das ist, ich finde das echt super, wie schnell Dönki manche Sachen einfach auf den Schirm hat. Ja. Ja, ist krass. Bin schwer begeistert davon. So. Also quasi 10 Stunden weniger Arbeit am Tag. Oh ja. 5 Stunden mehr Freizeit und 5 Stunden weniger Arbeit. Mhm. Man steht doch nicht nur wegen seiner Arbeit auf. Doch. Gut. Du solltest mal ein Wochenende von Christian und mir sehen. Ich glaube, Christian und ich haben am Wochenende von Freitag auf Samstag 16 Stunden geschlafen. Alter. Chico, komm mal nach oben. Mhm. Wir haben keinen Saft mehr. Ich komme nach oben. Ja. Oh. Geil. Okay, läuft. Warte. Mega nice. Kurz. Sobald eine hier aufgeladen ist, kann ich die ja nämlich wieder in der Küche einsetzen. Erdbeer-Colada, was habe ich denn davon nochmal gebraucht? Da war Erdbeeren, ne? Natürlich. Kokosnussschlag, da brauche ich halt auch noch diese. Ah, verdammt, ich brauche halt für alles Rüben. Obwohl, das kann ich machen. Einfacher Smoothie, Mango, Ananas und Kokosnuss. Och, diese scheiß Kackflasche. Ich fülle gleich oben wieder auf. Mango war ich. Nee, hier. Voll. Zack. 16 Stunden geschlafen. Wow, das ist lang. Ja. Es war ein bisschen etwas. Okay, wir müssen. Wo lang? Okay. Muss ich jetzt schauen, ob ich da hinlenken kann. Jetzt schon. Ich glaube schon. Nehme ich hier morgen Pflanzen. Ich bin nur so kaputt, ich muss am Wochenende alles an Schlafen nehmen, was ich bekommen kann. Ja, und diesmal waren es halt 16 Stunden. Die ist aber echt nötig gehabt, was? Ja. Bei mir war ja das erste Wochenende nach 2 Wochen. Ich musste quasi das von der Polaris noch nachholen. Wenn du überlegst, Pflegekräfte haben das immer. Die müssen immer jedes zweite Wochenende arbeiten. Ja, das finde ich übertrieben anstrengend. Ja. Könnte ich nicht. Vor allem halt dann auch meistens so 12-Stunden-Schichten. Ja. Deswegen bin ich ganz früh bei meinem 9-to-5-Job am Schreibtisch. Habe ich zwar auch mit Menschen zu tun, aber die sind angenehm. Und die wollen zwar was von mir, ja, aber ich muss mich nicht um sie kümmern. Schön, Chi. Es gibt Studien, die sagen, dass täglich 8 Stunden Schlaf das Risiko an Alzheimer zu erkranken erheblich reduzieren können. Zudem wird auch das Risiko für Typ 2 Diabetes mit einem Mangel an Schlaf in Verbindung gebracht. Chi, wir hängen fest. Ja, ich sehe es gerade.
Ja, wenig Schlaf kann schon echt ungesund sein. Zu wenig Schlaf, musst du sagen. Ja, zu wenig Schlaf. Es ist mein Arbeitgeber dran schuld, dass ich krank werde. Hm. Ja. Mein Gott, die arme Flasche. Ja, die O2-Flaschen ziehen sich immer so zusammen. Saugst die förmlich aus, Chi. Hm. Na, hoppala, das wollte ich nicht. So, was war das jetzt? Hier, zweimal Mango. Sag mal, ich hasse das, wenn man nicht 100% dieses Inventar-Slot-Ding trifft und den einfach wegschmeißt. Gott, ey. So. Schön. Dann mal das. Ich wollte heute eigentlich auch noch Sport machen. Aber ich glaube, ich hätte es morgen bereut. So, mal ganz mehr Muskelkater. So. Bist du auf die Mini-Insel da? Wir können theoretisch halten wegen Titanerz, wenn du magst. Ich steuere drauf zu. Geil. Boah, diese Windturbine ist echt nice. Wäre es echt nice? Das Windrad. Die Windturbine, ja. Okay. Hatten wir nicht noch irgendwas für die Wassergeneration? Ja. Ja. Für Wasser machen. Hier Reiniger. Titanbarren. Kann am Wasserrohren angeschlossen werden. Die Wassergeneration. Schicki! Ja, Schicki! Wir sind an der Insel angekommen. Ich hab's gehört. So. Einmal bitte alles leer machen. Okay. Sind noch welche drin. Und das da kann ich hoffentlich. Achso, ich habe keine Planken. Ach, das ist doch dämlich. Na gut. Chi. Oh, schade, ich schaufel nur Schrott auf. Ja, was denn? Wo bist du? Auf der Insel. Kann man hier to me? Ja. Das habe ich schon wieder. Oh! Hab das mal gemacht. Vielen Dank. Guck mal, dann kann ich den Becher endlich austauschen. Nee! Aus Prinzip darfst du den nicht austauschen. Doch, ich tausche den jetzt aus. Und ich schmeiß ihn sogar weg. Nee! Boah, jetzt wird's dekadent. Jetzt wird's dekadent. Und zack, da ist er furt. Furt? Chief wird sehr akustisch stimuliert. Pau, ich hab das bei mir gar nicht gehört. Tatsächlich. So. Okay, Bäume habe ich mitgenommen. Okay. Ich bin der Meinung, dass ein tiefer liegendes Problem mit dem ist, wie wir in unserer Gesellschaft mit verschiedenen Dingen umgehen. Ich halte es zum Beispiel nicht richtig, dass Fabriken 24/7 produzieren. Das ist auch in der Politik in der Regel pro Konzernpolitik gemacht. Das wird zu weit für einen Twitch-Chat. Ja, Dönki. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber ich sage einfach mal ja, Dönki. Ja, Dönki.
aber ja, es vor allem führt ein bisschen zu weit für ein Let's Play Stream Chat. Der ist jetzt ein normaler Stream Chat. Kann ich mit euch drüber quatschen, Mann. Aber für ein Let's Play ist es ein bisschen zu heavy. Vor allem, wenn wir zu zweit sind. Das ist immer ein bisschen schwieriger, finde ich. So. Ach, können wir wieder loslegen? Ja, also ich Ablegen. Bin fertig. Okay. Warum ist diese Kiste so zugemüllt einfach? Ach so, warte mal. Ich kann ja meine alte Trinkflasche mal zu verwenden. Ich bin gerade. Oh, da ist ein Floß. Ich bin gerade wieder sonst wo hingefahren. So. Wir setzen uns irgendwann zusammen ins Voice, trinken eine Menge Mete, dann philosophieren wir darüber. Das ist aber ein super Thema für einen Just-Chatting-Stream. Ja, den ich irgendwie auch nicht mehr mache, ne? Schäm dich. Ja, ich weiß schon. Wollte ich eigentlich öfter machen. Ach, ich... Bei mir wollen die Leute sowas immer nie sehen. Die wollen immer nur, dass ich spiele. Aber kann ich auch nachvollziehen. Bei mir wollen sie tatsächlich, dass ich auch Just-Chatting mache. Wenn ich die Leute zutexte, dann würden die durchdrehen. Das wollte ich gucken. Oh, nicht mal annähernd. Achso, guck doch, wenn die richtige Richtung fahren. Ja. Gut, wenn man darauf mit nicht mal annähernd antworten muss, dann ist das in der Regel nicht so gut. What's up? Okay, gucken wir nochmal. Lauf durch. Dilla meint gerade Quark Hitman, wir reden gern mit dir. Was? Wer redet gern mit mir? Lila. Lila, du redest gerne mit mir? Ja. Das ist aber sehr lieb. Sehr lieb, Lila. Das gibt mir Hoffnung in die Menschheit. Jetzt haben wir unsere wunderschöne Toilette und haben sie noch nie wirklich benutzt. Das sind die Mahlzeiten, die wir essen. Da ist ein... Willst du das Floß mitnehmen? Nee, brauchen wir nicht. Okay. Gewöhn dich nicht dran. Wow, zwei Schrott, ein Kletterpflanzenglibber und ein Bolzen. Ey, das ist schon nicht schlecht, du. Das ist, Luchi, dieser Cringe ist mir einfach, ist es nicht mehr wert für mich. Ich lebe jetzt in einer anderen Dimension. So abgehoben, Alter. Das Jugendwort 2023 ist übrigens Goofy. Goofy? Mhm. Ich meine, ich mag Goofy, aber... Ich bin mir nicht so ganz sicher, was es bedeutet. Ich kenne Goofy als Disney-Charakter, aber dann hört es auch ich auf. Ich auch. Es ist schon müde und ich bin spät. Ich gehe Nachti machen. Schlafen. Schlafen, Donkey, schlafen. So, dafür spiele ich noch einmal das Horn. Guck mal, Donkey Kidman hat das Horn für dich geblasen. Sogar zweimal. Bei Goofy und Max. Ach, scheiße, nicht mal annähernd. Alter, was ist denn? Warum fahre ich denn so scheiße? Bei Goofy und Max ist jeder Tag klar. Zwei Freunde ist klar. Sie sind das größte Siegerspahn. Was will ich denn jetzt gerade machen? Ich bin so verwirrt. Was denn? Nichts. Ich wollte einfach nur sinnlos Füllwörter nutzen. Ach so. Beschreibt die tollpatschige Person bzw. die Verhaltensweise, wenn man andere zum Lachen bringt. Also eigentlich genau das, was Goofy auf Englisch als Bedeutung hat. Oh, oh wow. Chi.
Ja, krass. Wir sind sehr goofy. Mhm. Wir sind tollpatschig und bringen Leute zum Lachen. Ich muss tatsächlich zuallererst an Christian denken. Christian ist ein Engel. Christian ist auch ein Goofy. Ja, aber ein engeliger Goofy. Achso, ich wollte... ich wollte Glas machen, also Krüge. Behälter. Trinkglas. Mhm. Bei mir heißt das dann Kufi. Kufi? Warum Kufi? Kufi verstehe ich sogar. Das ist ungefähr das Wort, das sie mich in einem Mord beschreibt. Lol. Was? Das ist ein blöder Gedanke. Christian hat eingesehen, dass er Goofy ist, in dem Moment, als ich meinte, dass er Goofy ist. Das muss wahre Liebe sein. Goofyception hatten wir gerade hier. Wir sind Goofyana. Was? Wird immer besser. Sag mal, man kann doch. Es schneit, wir sind bei der Schneeinsel. Sag mal, wie navigierst du da eigentlich? Ja, wir mussten halt da in die andere Richtung. Ich kann jetzt auch nichts dafür. Bist du sicher, dass wir richtig fahren? Ich guck nochmal. Ich hab da. So grundsätzlich vertraue ich dir aber sowas, aber irgendwie. Ich fühle mich gerade so ein bisschen unsicher. Irgendwie 2 Punkte. Das passt schon so. Okay, wenn du das sagst. Also fast. Fast. Okay, wir müssen mal ein bisschen korrigieren hier. Warte. Ich nehme es mal wieder mit. Ich habe schon öfter mal gesagt, dass ich ein Goofy-Dude bin. Hast du nicht. So, jetzt halten wir genau drauf zu. Gee, das ist hervorragend. Finde ich auch. Ich habe das gerade letztes Wochenende zum letzten Mal gesagt. Ja, das ist korrekt. Du hast es da zum letzten Mal gesagt. Ich habe auch noch nie, außer dich, jemanden gehört, der was dieses Wort benutzt. Außer dir, G. Nee, außer Christian. Ja, aber außer dir, nicht außer dich. Habe ich gerade dich gesagt? Ja, hast du. Ups. Ich bräuchte Nägel. Ach, da haben wir jetzt, glaub, 2 oder 3 oder... 137. So gut. Oh, Mann! Was ist denn los? Jetzt ist der Schweiß immer weg, nur weil man einen Müh daneben geklickt hat in seinem scheiß Inventarplatz. Ich hasse das. Pflanz mal wieder Blumen an. So leer aus das Feld. Ja. Hat auch eine. Okay, dann Wasser, Wasser, Wasser. Wasser, gibt Wasser. Nur Wasser, Wasser, Wasser überall. Doch wir haben nichts zu trinken. Oh, Tatsache. Wasser. Ui. Hä? Da ist gerade ein Floß an uns vorbeigezogen. Nein!